Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und Vorstellung und danke für die Einladung. Wir haben ein riesiges Thema angekündigt, nämlich arabisch-israelische Annäherung seit 1948 und dann erst die aktuelle Eskalation im Nahen Osten. Aber genau so wollen wir es gerne angehen. Das heißt, ich werde Ihnen zunächst einen sehr groben historischen Abriss präsentieren, eine Art Parforce-Ritt durch ein paar Jahrzehnte arabisch-israelischer Geschichte. Und vor dem Hintergrund würde ich dann gern über die aktuelle Situation mit Ihnen und mit euch sprechen. Und beginnen würde ich gern, wie Sie es gehört, mit einem kleinen Werbeblock. Einige Bücher sind schon erwähnt worden. Ein Werbeblock, der aber natürlich mit der Sache, über die ich sprechen möchte, zu tun hat. Und ich mache das vor allem deswegen, weil ich mir natürlich darüber bewusst bin, dass wenn ich innerhalb von etwa einer Stunde versuche, über 70, 80 Jahre Konfliktgeschichte zu reden und dann noch über die aktuelle Situation, über die Angriffe, das Pogrom, die Vernichtungsaktionen vom 7. Oktober und vor allem dann natürlich auch über die Konfrontation Israels mit dem antisemitischen iranischen Terrorregime. Wenn ich all das in einer Stunde unterbringen will, wird es naturgemäß so sein, dass ich vieles nur anreißen kann, dass ich vieles nur stichwortartig bebildern kann. Zum einen können wir natürlich, wie auch schon gesagt wurde, in einer anschließenden Diskussion sehen, wo ihrerseits weitergehendes Interesse besteht. Sie können sehr gerne natürlich auch das sage ich vorweg, gerne Einwände gegen das formulieren, was ich hier präsentiere, die ich dann gewissenhaft versuchen werde zu entkräften. Vor allem aber wird es so sein, dass auch nach dieser Diskussion natürlich nicht alle Fragen beantwortet sind. Deswegen der Hinweis auf ein paar Publikationen. Einiges davon liegt hier auch auf zur vermutlich vergünstigten Erwerbsmöglichkeit. Das sind drei Publikationen, die das Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudium, für das ich seit 2 Jahren arbeite, im letzten Jahr herausgegeben hat. Und vor allem die erste Publikation, nämlich dieses dicke Buch 1948, der erste arabisch-israelische Krieg, von dem sehr prominenten, sehr wichtigen israelischen Historiker Benny Morris, möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Ich sage auch gleich noch ein bisschen was zu den anderen beiden Büchern und fange dann erst so richtig an. Das Buch von Benny Morris ist deswegen so wichtig und hat deswegen so viel mit unserem heutigen Thema zu tun, weil es die erste deutschsprachige Ausgabe von einem der zahlreichen Bücher von Benny Morris über den arabisch-israelischen Konflikt ist, die auf Deutsch erscheinen. Benny Morris ist, denke ich, der mit Abstand wichtigste Historiker in Israel, der in den 1980er Jahren zu der Gruppe der sogenannten neuen Historiker gehört hat, die erstmals in die Militärarchive aus der Zeit von 1948 geschaut hat, der mit gewissen, so man könnte sagen, zionistischen Selbstnarrativen auch sehr zu Recht kritisch aufgeräumt hat, der aber vor allem wirklich Grundlagenwerke in einer, wie ich denke, ausgesprochen differenzierten Art und Weise über die historische Entwicklung des israelisch-arabischen Konfliktes verfasst hat, vor allem unmittelbar über die Zeit der israelischen Staatsgründung. Und darum geht es in diesem Buch. Dass diese Bücher jahrzehntelang nicht auf Deutsch übersetzt wurden, wirft, denke ich, bereits ein ziemlich deutliches Licht auf die Probleme der deutschsprachigen Nahostdiskussion. Vor allem, wenn Sie das vergleichen mit den Büchern israelischer Historiker, wo ich das in dem Fall fast in Anführungszeichen setzen würde, die sehr wohl regelmäßig auf Deutsch übersetzt wurden und werden. Nahezu sämtliche Bücher von einem Historiker-Darsteller wie Ilan Pappé sind auf Deutsch übersetzt worden und haben in den letzten fast 20 Jahren die deutschsprachige Nahostdiskussion nachhaltig geprägt. Und ich denke, man kann die Arbeiten von Benny Morris wirklich als einen seriösen Gegenentwurf zu den Geschichtsverfälschungen, zu den Erzählungen, die Ilan Pappé seinem Publikum präsentiert, verstehen. Und auch deswegen haben wir diese deutschsprachige Übersetzung mit herausgegeben. Und ich habe ein langes, ausführliches Nachwort zu diesem Büchlein geschrieben, das ich Ihnen also schon deswegen sehr ans Herz legen möchte. Das zweite Buch wurde gerade in der Vorstellung schon erwähnt, hat nicht unmittelbar mit unserem heutigen Thema zu tun. Ich erwähne es aber trotzdem. Da geht es um die Debatten über den sogenannten Historikerstreit 2.0, also jene Diskussion, wo so in den letzten 5 bis 10 Jahren plötzlich Historiker von links
die Singularität, die Präzedenzlosigkeit des Holocausts in Frage stellen und in gewisser Weise in so eine allgemeine Gewaltgeschichte, in eine allgemeine Geschichte von Rassismus und Kolonialismus versuchen, auch die Shoah quasi zu integrieren. Es hat insofern mit unserem Thema etwas zu tun, weil ich denke, dass die politische Stoßrichtung dieser Akteure, dieser vergangenheitspolitischen Akteure, Dirk Moses, Rothberg und andere, sehr eindeutig ist. Es geht ihnen nämlich letzten Endes darum, zum Angriff auf Israel zu blasen und die Legitimität des Zionismus in Frage zu stellen. Und sie spüren in gewisser Weise, dass die Besonderheiten des israelischen Staates, damit auch die Legitimität des israelischen Staates, natürlich etwas mit der Präzedenzlosigkeit der nationalsozialistischen Massenverbrechen gegen die europäischen Juden und Jüdinnen zu tun hat. Und deswegen zielen sie genau auf diese Präzedenzlosigkeit und auf diese Singularität. Das dritte Büchlein ist hier nicht käuflich zu erwerben, aber ich weise trotzdem darauf hin, Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart, ein Sammelband, der auch im letzten Jahr erschienen ist, zahlreiche Beiträge über diverse Aspekte der Antisemitismuskritik, unter anderem aber auch, und da geht es dann wieder sehr stark um unser Thema, Beiträge zur Tradition des islamischen und islamistischen Antisemitismus, Beiträge zur sogenannten BDS-Bewegung, also der Boycott, Divestment, Sanctions-Bewegung, die letzten Endes auf die Abschaffung Israels abzielen. Und der große Vorteil, und damit bin ich auch am Ende des Werbeblocks, von diesem Buch ist, also erstmal der Nachteil, es ist in einem Wissenschaftsverlag erschienen und deswegen sündteuer, aber Sie sehen, es ist auch gratis erhältlich, nämlich auf der Verlagswebsite ist es Open Access zum Gratis-Download der ganzen knapp 400 Seiten erhältlich. Also dort finden Sie hoffentlich die weitergehenden Antworten auf alles, was ich heute nicht beantworten kann. So, zum eigentlichen Thema. Wenn man über arabisch-israelische Annäherung spricht, muss man natürlich zunächst, wenn man historisch weit zurückgeht, über arabisch-israelische Feindschaft reden, denn die arabisch-israelische Annäherung ist jüngere Geschichte. Man müsste eigentlich in die Zeit vor 1947, 48 zurückgehen, womit ich aber dann doch hauptsächlich beginnen will. Ich verweise nur darauf, dass vor der israelischen Staatsgründung und der Ablehnung dieser israelischen Staatsgründung von damals ausnahmslos allen arabischen Staaten, ist eine wichtige Vorgeschichte gibt, zum einen natürlich den Nationalsozialismus in Europa, zum anderen aber eben auch die Entwicklung in der Region des Nahen und Mittleren Ostens selber. Und zu denen gehört, dass die frühe Annäherung von Teilen der arabischen Nationalbewegung an die jüdische Nationalbewegung, an den Zionismus, dass die durch brutale Gewalt verunmöglicht wurde. Das heißt, wir haben als Ergebnis der Entwicklung in den 1920er und 30er Jahren die Durchsetzung von besonders radikalen und offen antisemitischen Kräften in der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Und das gehört notwendigerweise zur Vorgeschichte dieser dann 30 Jahre anhaltenden Ablehnung der arabischen Seite gegenüber dem israelischen Staat. Das heißt, man müsste eigentlich recht ausführlich darüber reden, warum kommt es zu sowas? Warum, Sie werden den einen Mann alle kennen auf diesem Bild, den anderen werden einige von Ihnen kennen, der andere ist Amin el-Husseini, der Mufti von Jerusalem. Zur Zeit dieser Aufnahme in den 1940er Jahren, als er in Berlin residiert als Gast des Dritten Reiches, ist das nicht irgendjemand, das ist nicht irgendein arabisch-palästinensischer Politiker, sondern es ist der Führer der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Das war aber kein Automatismus. Und es geht mir in dem ganzen Vortrag heute darum, mit diesem Mythos etwas aufzuräumen, dass es irgendwie eine Naturwüchsigkeit sei, dass Araber Israel hassen, dass sie gar nicht anders könnten. Ja? Das stimmt schlicht und einfach nicht. Und ich denke, gerade nach der Situation nach dem 7. Oktober ist es sehr wichtig, genau daran immer wieder zu erinnern. Diesem Bild vorausgegangen ist, wie gesagt, die gewaltsame Durchsetzung der offen antisemitischen Teile der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Es gab andere Teile. Und das gehört, wenn man über arabisch-israelische Annäherung redet, auch zur Vorgeschichte. In den 1920er Jahren noch kann man sagen, dass es im Mandatsgebiet Palästina, es gab eine Konkurrenz zwischen zwei Nationalbewegungen, die aus sehr unterschiedlichen Motiven dort agiert haben. Die jüdische, also zionistische Nationalbewegung, die als Reaktion auf den Antisemitismus auf die Gründung eines jüdischen Staates gesetzt hat und als
Art Gegenbewegung hat sich die arabische Nationalbewegung formiert, die ähnlich heterogen, die ähnlich ausdifferenziert war wie auch der Zionismus. Der Zionismus ist kein homogenes Gebilde, es gibt linke und rechte Zionisten, religiöse, säkulare und alles dazwischen. Und ziemlich ähnlich hat sich das bei der arabischen Nationalbewegung verhalten. Und Teile dieser Nationalbewegung, die eben nicht Anhänger von diesem Herrn waren, der sich dann aber leider durchgesetzt hat, fanden den Zionismus bei Weitem nicht so schlecht und so negativ. Es gab Gruppierungen, auch Großfamilien auf der palästinensischen Seite, die Nashar Shibi beispielsweise, wo es sogar Leute gab, die gesagt haben, zionistische Einwanderung, why not? Ja, vielleicht, das sind Leute, die sind gut ausgebildet, die kommen aus Europa hierher, vielleicht kann man in Kooperation mit denen etwas Gutes, etwas Sinnvolles für beide Seiten erreichen. Eine relativ rationale Reaktion auf Masseneinwanderung, würde ich sagen. Das Problem ist, dass sich diese Leute innerhalb der arabischen Nationalbewegung nicht durchgesetzt haben, sondern diese Leute. 1929 kommt es zu den ersten großen pogromartigen Ausschreitungen im Mandatsgebiet Palästina von den Anhängern des Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, nicht nur gegen Zionisten, sondern gegen Juden. Die meisten Opfer dieser pogromartigen Ausschreitungen in Hebron, in Tzfat, Hebron ist das Wichtigste, sind orthodoxe, also nicht zionistische Juden. Die werden massakriert. Wenn Sie sich, das war damals ein welthistorisches Ereignis, es wurde auf der ganzen Welt berichtet darüber, in deutschen Zeitungen, in der New York Times, weil das so ein drastisches Pogrom war, das in seiner Brutalität, ja, mit ermordeten Babys, aufgeschlitzten Bäuchen und so weiter und so fort, durchaus an den 7. Oktober erinnert. Die Opfer, wie gesagt, dieses Pogroms, dieses Massenmords, waren nicht zionistische Juden. Und das liegt daran, weil die Anhänger des Mufti von Anfang an klargestellt haben, dass sie keineswegs nur gegen den Zionismus sind, sondern dass sie die Existenz von Juden und Jüdinnen in diesem Mandatsgebiet Palästina für illegitim erachten. In den 1930er Jahren setzt sich diese Fraktion, die damals sogar die Minderheit auf arabisch-palästinensischer Seite repräsentiert. Ja, also nochmal, das ist eine Durchsetzungsgeschichte, die erstmal passieren muss. Und die findet in den 30er Jahren statt. Im großen arabischen Aufstand von 1936 bis 1939 setzen sich diese Leute an die Spitze der arabischen Nationalbewegung. Wie machen sie das? Dieser große arabische Aufstand, wie er in der arabischen Geschichtsschreibung genannt wird, der richtet sich gegen die britische Mandatsmacht. Genauso wie die Zionisten, ne? Also da ist durchaus eine Gemeinsamkeit zwischen der zionistischen und der arabischen Nationalbewegung. Beide wollen die Briten rausschmeißen. Beides sind antikoloniale Bewegungen, auch der Zionismus. Ne? Die wollen, dass die Briten nicht mehr die Mandatsmacht sind, sondern wollen einen eigenständigen Nationalstaat etablieren. Dann richtet sich der Aufstand gegen nicht nur die Zionisten, sondern gegen die Juden. Weil es sind die Anhänger des Muftis, die diesen Aufstand maßgeblich organisieren, in Kooperation mit den italienischen Faschisten und den deutschen Nazis. Die werden unterstützt von denen. Und drittens richtet sich der Aufstand, und das ist in unserem Zusammenhang eigentlich das Relevanteste, gegen die moderaten arabischen Kräfte. Es werden hunderte Juden in diesen Aufständen, in diesen pogromartigen Aufständen ermordet. Es wird eine deutlich größere Zahl von moderaten, gemäßigten Arabern umgebracht von den Anhängern des Muftis, gerade weil sie für eine moderate, kompromissbereite, teilweise sogar freundliche Reaktion auf den Zionismus stehen. Also durch Mord und Totschlag setzt sich der antisemitische Flügel der palästinensischen Nationalbewegung an die Spitze. Und das hat dramatische Auswirkungen für die weitere Konfliktentwicklung, ich würde sagen, bis zum heutigen Tag. So, der Mufti, um das nur noch kurz weiterzuführen, macht dann das, was durchaus erwartbar ist. Also der Aufstand wird, wie die Briten das immer so machen, niedergeschlagen. Ne? Der Mufti muss fliehen, zunächst in den Irak. Warum in den Irak? Weil da ein pronationalsozialistischer Putsch stattgefunden hat. Und da sagt er, genau meine Leute, da gehe ich hin. Diesen Putsch machen die Briten zum Glück rückgängig, setzen also wieder eine antideutsche Regierung, eine antinationalsozialistische Regierung dort ein. Und dann geht der Mufti wohin? Nach Berlin. Das heißt, in den 40er Jahren, in den wichtigsten Jahren des sogenannten Dritten Reiches, genau zur Zeit, als die Nazis die Vernichtung des europäischen Judentums in Angriff nehmen und auch tatsächlich durchführen, wohnt Amin al-Husseini nicht einfach nur in Berlin, sondern er ist Gast des Dritten Reiches. Er kriegt von den Nazis eine Villa zur Verfügung gestellt, können Sie sich heute noch angucken, in Berlin-Zehlendorf, in der Goethestraße, wenn ich es richtig
richtig im Kopf habe. Dort residiert er. Und er residiert dort nicht nur, sondern er trifft, wie Sie unter anderem hier sehen, es gibt zahlreiche weitere Fotos, die Spitzen des nationalsozialistischen Staates. Er ist direkt involviert in die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegenüber Juden und Jüdinnen. Er sorgt persönlich dafür, dass jüdische Kindertransporte, wo die Nazis erst noch gesagt haben, gut, lassen wir sie ausreisen, die ermorden wir dann, wenn wir Palästina erobert haben, so ungefähr. Also gegen große Geldzahlungen waren die Nazis zu sowas bereit. Da interveniert der Mufti und sagt, ihr könnt uns nicht noch mehr von diesen Judenkindern nach Palästina schicken. Wir haben schon genug von denen, die müssen deportiert werden. Wohin? In die Vernichtungslager. Und sie werden deportiert. Es sind über 1000 jüdische Kinder, die auf Intervention des damaligen Führers der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung nach Auschwitz deportiert werden und ausnahmslos dort ermordet werden. Amin al-Husseini, ich kann es gar nicht oft genug sagen, der damalige Führer der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung ist an der Aufstellung muslimischer SS-Divisionen beteiligt. Das vergisst man immer gerne. Die SS war, man wird heute wahrscheinlich sagen, so eine Art Multikulti-Truppe. Ne? Da waren keineswegs nur deutsche arische Herrenmenschen, sondern aus allen mit Deutschland kooperierenden, kollaborierenden Nationen gab es vor allem Waffen-SS-Einheiten, auch in Bosnien. Und dort stellt der Mufti in Kooperation mit den Nazis muslimische SS-Divisionen auf. Die bekannteste, die SS-Division Hanscha. Und für die Entwicklung nach 1945 von besonderer Bedeutung. Er ist involviert in die nationalsozialistische antisemitische Propaganda für die Region des Nahen und Mittleren Ostens. Die Nazis sind sehr modern, was die Verbreitung ihrer Propaganda angeht. Sie gründen einen eigenen Radiosender, Radio Zesen bei Berlin. Mein Kollege Matthias Künzel hat auf Deutsch sehr viel zu publiziert. Auf Englisch gibt es von Jeffrey Hurf und solchen Leuten eine Reihe von historischen Aufarbeitungen davon. Mit diesem Radiosender, Radio Zesen, senden die Nazis vor allem ihre antisemitische Propaganda in die Region des Nahen und Mittleren Ostens. Sie haben Programme auf Türkisch und auf auch Persisch und vor allem auf Arabisch. Und für diese arabischen Programme ist maßgeblich Amin al-Husseini zuständig, der teilweise die Scripts, die offen antisemitischen Scripts für diese Sendungen schreibt. Nach 1945 sollte Amin al-Husseini, vollkommen zu Recht, in Nürnberg mit als Kriegsverbrecher angeklagt werden. Weil die Alliierten wussten genau, also das war nicht unbekannt, was ich Ihnen gerade alles erzähle. Im Gegensatz zu heute war das damals ziemlich bekannt. Auch die Alliierten wussten das und wollten ihn in Nürnberg neben Göring und den anderen Spitzen des nationalsozialistischen Staates völlig zu Recht auf die Anklagebank setzen. Und das wäre sehr gut gewesen, weil dann müsste ich Ihnen das heute alles nicht erzählen, sondern Sie wüssten das wahrscheinlich alle. Leider gelingt ihm die Flucht, er kehrt zurück in die Region des Nahen und Mittleren Ostens und setzt sich wieder an die Spitze der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Er ist der Vorsitzende des Arab Higher Council. Das ist die politische Vertretung damals der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Und vor dem Hintergrund ist es dann alles andere als überraschend, und jetzt komme ich zum eigentlichen historischen Überblick, dass dann im Jahr 1947-48 die arabische Seite, die sehr stark beeinflusst wird von der Propaganda von Amin al-Husseini, also einem offenen Nazi-Antisemiten, dass die Staatsgründung Israels rundum ablehnen. Also, 1947, ich mache das Bild mal weg, das ist immer so hässlich anzusehen, wo irgendwas. Hier, so, mein Institut. 1947, zwei Jahre nach der Befreiung der Vernichtungslager, findet in den Vereinten Nationen die Abstimmung über den UN-Teilungsplan statt. Auch das ist heute kaum noch bekannt. Viele Leute stellen sich heute hin, gerade an den Unis, diese sich selber als pro-palästinensisch bezeichnenden Gruppen, die in Wirklichkeit natürlich nicht pro-palästinensisch sind, weil dann müssten sie mindestens gegen die Hamas demonstrieren. Die haben ja immer so ein bisschen die Vorstellung, die vermitteln so dieses Bild, da haben die Juden jetzt einfach beschlossen, wir setzen da diesen Staat Israel mitten in diese Region rein und haben das durch Gewalt durchgesetzt. Kaum was könnte fälscher sein, unter anderem deswegen, weil die Gründung Israels auf einem UN-Beschluss basiert, der im November 1947 passiert. Und dieser UN-Beschluss sieht vor, dass ein jüdischer Staat Israel und ein arabischer Staat Palästina gegründet wird. Es war also eine Zwei-Staaten-Lösung, würde man heute sagen, die dort zur Abstimmung gestellt wurde. Und sie wurde mehrheitlich befürwortet von beiden großen Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, sowohl von den USA, wo das eine heftige vorherige innenpolitische Debatte erst bedurft hatte. Also es hätte gut sein können, dass die USA das nicht unterstützen. Aber letzten Endes unterstützen sie es. Viel eindeutiger ist die Unterstützung durch die Sowjetunion damals. Ja? Also die wichtigste Rede hält damals Gromyko,
der spätere endlose Außenminister, die Rede klingt, als wenn die Theodor Herzl und David Ben-Gurion zusammengeschrieben hätten. Also das ist ein glühendes Plädoyer quasi für die zionistische Gründung des Staates Israel in Reaktion auf die Geschichte der nationalsozialistischen Massenvernichtung. In Wirklichkeit unterstützt die Sowjetunion das aus geopolitischen Gründen. Die wollen den britischen Imperialismus, wie sie das nennen, aus der Region des Nahen Ostens rausbringen. Die gehen davon aus, durchaus zu Recht, dass Israel ein eher linksorientierter Staat sein wird, was die ersten drei Jahrzehnte ja auch stimmt, wenn man sich die Regierung in Israel anguckt. Das ist der eigentliche Hintergrund, warum die Sowjetunion das unterstützt. Aber nochmal, es ist ein UN-Beschluss, der geht durch. Und die Reaktion darauf von der jüdischen Nationalbewegung und von der arabischen ist sehr unterschiedlich. Die jüdische Nationalbewegung, die Zionisten sagen, naja, dieser Teilungsbeschluss ist nicht gut, weil wir brauchen ein größeres Stück Land, das kann man nicht verteidigen, was ihr uns dazu gesteht. Die ganzen Displaced Persons, also die Überlebenden der Shoah, die größtenteils hier in Deutschland in irgendwelchen Lagern hausen müssen damals, die sollen ja alle ins zukünftige Israel kommen. Also sagt man, man braucht ein größeres Land, aber das steht nicht zur Debatte, sondern es gibt diesen Teilungsbeschluss und dann sagt die jüdische Nationalbewegung, okay, wir brauchen diesen Staat, also sagen wir ja. Und dann schauen wir weiter. Die arabische Seite reagiert anders darauf. Die sagen nicht, okay, Teilung, aber wir wollen irgendwie ein paar Prozent mehr oder auch noch Jerusalem dazu, das sollte internationalisiert werden in diesem Teilungsbeschluss, sondern nein, die arabische Seite und zwar die komplette arabische Seite und damit meine ich immer die jeweiligen Regierungen, weil was die jeweilige Bevölkerung darüber wusste, wissen wir nicht genau. Das ist Spekulation, weil kein einziges der arabischen Länder eine wirkliche Demokratie ist zu dieser Zeit. Aber sämtliche Regierungen der arabischen Länder lehnen diesen Teilungsbeschluss rundweg ab, sagen, es wird keine Teilung geben, weil es wird überhaupt keinen jüdischen Staat geben. Nicht auf 50%, nicht auf 30% und auch nicht auf 3%. Sie sind prinzipiell dagegen. Und das hat sehr viel auch mit der Tradition des islamischen Antisemitismus zu tun, in dem auch über die Jahrhunderte hinweg schon immer die Vorstellung war, Juden dürfen zwar in den muslimischen Gesellschaften leben, aber als Dhimmis, als sogenannte Schutzbefohlene, also als eine systematisch diskriminierte Minderheit, die den Herrschaftsanspruch des Islams akzeptieren muss und dann sind sie nicht des Todes. Besser als in den meisten Jahrhunderten des christlichen Antisemitismus, aber nicht gut. Die Gründung Israels, die Selbstermächtigung zur politischen Souveränität, die Autoemanzipation der Juden, die sich in der Gründung des Staates Israels ausdrückt, ist der komplette Gegenentwurf zu diesem Dhimmi-Status. Und schon deswegen für große Teile der islamischen Welt eine absolute Zumutung, wo leider große Teile der islamischen Welt auch heute noch sagen, die muss rückgängig gemacht werden. Das ist nicht nur einfach eine politische Auseinandersetzung, das ist es auch, und es geht um Land und Territorium und Wasser und weiß nicht was alles. Es ist aber auch eine aus einer religiös-islamischen Judenfeindschaft heraus begründete Ablehnung. Das geht schlicht und einfach nicht, dass die Juden und Jüdinnen, deren Rolle die von Dhimmis zu sein hat, sie diese Rolle ablegen, und zwar in der Form, dass sie sich, wie gesagt, zur politischen Souveränität selbst ermächtigen. Das führt also zu dieser Ablehnung, und die arabische Seite sagt auch gleich, was sie tun wird, wenn die Juden doch diesen Staat ausrufen, also in Übereinstimmung mit dem UN-Teilungsbeschluss. Sie sagen, wir werden diesen Staat angreifen und vernichten und die Juden ins Meer schmeißen. Das sind die Formulierungen. Und genauso passiert es. Also, die jüdische Seite ruft in Übereinstimmung mit einem aufrechten UN-Beschluss im Mai 1948 den jüdischen Staat aus. In der Nacht beziehungsweise am nächsten Tag beginnen die umliegenden arabischen Staaten und palästinensische Kämpfer unter Führung von diesem Mann, nämlich Armin el-Husseini, einem antisemitischen Nazi, nicht nur Kollaborateur, sondern eigentlich selber ein Nazi, beginnen einen Angriffskrieg gegen den jungen jüdischen Staat, von dem sie ausgehen, dass das ein Spaziergang wird. Und dann ist dieser historische Fehler, dass die Dhimmis sich zur politischen Souveränität ermächtigt haben, rückgängig gemacht. Und wenn es um Mufti geht, sind die Juden tot. Das passiert bekanntlich nicht, sondern dieser Krieg, und ich kürze das, jetzt beginne ich mit den groben Abkürzungen, ja, es endet mit einer ziemlich schmachvollen Niederlage für die arabische Seite. Die jüdische Seite, der junge israelische Staat, kann sich unter hohen Opfern, 1% der damaligen israelischen Bevölkerung stirbt in diesem Krieg, fast ausnahmslos Überlebende des Holocaust, die drei Jahre vorher aus den Vernichtungslagern befreit wurden. Aber sie können sich militärisch behaupten, sie
etablieren also diesen Staat. Die arabische Seite erlebt eine erste vernichtende Niederlage und zieht dadurch aber nicht die Konsequenz zu sagen, okay, wir haben den Krieg verloren, müssen wir halt akzeptieren, dass es jetzt einen jüdischen Staat gibt, sondern sie sagen genau das Gleiche, was sie vorher gesagt haben, sie sagen, diesmal haben wir es nicht geschafft, wir brauchen eine weitere Runde. Und deswegen sind die nächsten 3 Jahrzehnte nach der israelischen Staatsgründung, in denen es dann noch zweierlei Vertreibungen und Fluchtgeschichten gibt, auf die wir gerne auch in der Diskussion zu sprechen kommen können. Also einerseits entweder 750.000 Palästinenser und Palästinenserinnen, die entweder fliehen oder vertrieben werden. Genau darüber schreibt ausgesprochen detailliert und differenziert Benny Morris in diesem hier zu erwerbenden Buch 1948. Und andererseits gibt es, und darüber wird immer so gut wie gar nicht geredet, die Flucht- und Vertreibungsgeschichte von etwa 800.000 Juden aus den arabischen Ländern. Also aus Marokko, Tunesien, Libyen, Jordanien, dem Irak, Jemen, Syrien und so weiter und so fort. Wie gesagt, auf die Geschichte können wir gerne zurückkommen. Da könnte und müsste man einen eigenen Vortrag drüber halten, weil das auch für die aktuelle Diskussion natürlich wichtig ist. Sie werden alle schon von diesen Formulierungen kennen, das Recht auf Rückkehr für die palästinensischen Flüchtlinge. Und darüber, also daran merken Sie, wie sehr diese historischen Sachen in die Jetztzeit hineinwirken. Und wenn man anfängt, darüber zu reden, muss man über diesen zweiten Aspekt natürlich auch reden. Wie ist das eigentlich mit den jemenitischen Flüchtlingen? Haben die auch ein Recht auf Rückkehr und fordert das eigentlich irgendjemand? Und wenn nein, warum nicht? Und warum haben die meisten von ihnen wahrscheinlich von den sogenannten palästinensischen Flüchtlingen, muss man heute sagen, gehört und von den jüdischen Flüchtlingen aus der arabischen Welt wahrscheinlich noch nie etwas gehört? Ja? Wie gesagt, können wir gerne in der Diskussion darauf zurückkommen. Das Ergebnis 1948 also, schmachvolle Niederlage für die arabischen Armeen. Das führt in der arabischen Welt zu ziemlichen Umbrüchen. Die Monarchien, die das ja größtenteils noch, also in Ägypten ist König Farouk an der Macht, sind desavouiert. Warum? Weil sie ihr Versprechen, den Judenstaat gleich wieder zu zerstören, nicht einlösen konnten. Das führt dann zum Sturz der Monarchie und dann kommt Gamal Abdel Nasser an die Macht, mit einem kleinen Übergang, der wichtig ist, denn Gamal Abdel Nasser steht dann sehr lange Zeit so für die panarabisch-nationalistische Ideologie und für eine schroffe Bekämpfung Israels. Die nächsten Kriege werden dann von ihm und seiner ideologischen Formation, könnte man sagen, geführt. Er ist aber nicht der erste ägyptische Präsident nach dem Sturz der Monarchie, sondern das ist Najib, der heute ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Du hörst zu Recht, weil er halt nur kurze Zeit Präsident in Ägypten ist. Wenn man aber über arabisch-israelische Annäherung spricht, ist es wichtig, auch auf diese etwas vergessenen Details hinzuweisen. Die Arabische Liga fordert von Najib sofort, er soll alle Juden rausschmeißen aus Ägypten, weil das seien alles Zionisten und quasi die nächste Runde im Krieg gegen Israel beginnen. Und Najib weigert sich. Er weigert sich nicht nur, er geht zu Yom Kippur, einem der höchsten jüdischen Feiertage, in die große Synagoge in Kairo und sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, das sind ägyptische Juden, das sind unsere Juden quasi. Ne? Also er sagt so, die darf man nicht anfassen, die sind okay. Und er deutet zumindest an, dass es vielleicht ja auch sogar mit Israel eine Form von Aussöhnung geben könnte, das ist nicht so ganz klar. Aber das bleibt eine historische Fußnote. Durchsetzen tut sich dann Gamal Abdel Nasser und damit steht dann Israel fast 2-3 Jahrzehnte eine panarabische Ablehnungsfront gegenüber, die dann die nächsten Kriege gegen Israel organisiert. Denn wie gesagt, die arabische Seite aus dieser ersten schmachvollen Niederlage kommt nicht auf die Idee zu sagen, na gut, da muss man vielleicht doch irgendwie sich arrangieren mit diesem Staat, auch wenn wir ihn nicht mögen. Nein, sie sagen, nächste Runde. Es gibt den Sinai-Krieg, lasse ich jetzt mal weg, allein schon aus Zeitgründen. Die 2 großen weiteren Runden sind der Sechstagekrieg 1967 und der Yom Kippur-Krieg 1973. In beiden Fällen wird er von arabischer Seite auch genauso formuliert. In beiden Fällen sagen die arabischen Länder, alle, es gibt keine Ausnahme, wir müssen diesen historischen Fehler von 48 rückgängig machen. Die Juden dürfen keine politische Souveränität haben. Ja, wir müssen den Staat Israel zerstören. Wir müssen ihn vernichten. Das versucht man 1967. Wiederum mit dem bekannten Ergebnis, Israel durch einen dringend notwendigen Präventivschlag zerstört die komplette ägyptische Luftwaffe am Boden und innerhalb von 6 Tagen gewinnen sie auch diesen Krieg gegen eine ziemlich bedrohliche Militärmacht aus verbündeten arabischen Staaten. Sie kennen die Ergebnisse wahrscheinlich alle, seitdem besetzt Israel relativ große Teile von Land als Ergebnis dieses Krieges, der von arabischer Seite aufgezwungen wurde.
Also der Golan von Syrien, die Westbank, der Gazastreifen, der komplette Sinai. Seit 1967 ist das unter israelischer Militärverwaltung. Vorher hat es diese Situation nicht gegeben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man so mit so sogenannten pro-palästinensischen Leute heute diskutiert, weil ja immer die Frage dann ist, wogegen haben die Leute eigentlich vor 1967 gekämpft, wenn es doch angeblich um die besetzten Gebiete geht. Vor 1967 war die Westbank von Jordanien besetzt, wenn man diesen Begriff schon verwenden will, und der Gazastreifen war Teil von Ägypten. Gleichsprung zu heute. Beide Länder haben jegliche Souveränitätsansprüche auf diese Territorien schon lange aufgegeben. Also Jordanien sagt nicht, wir wollen die Westbank zurückhaben, und Ägypten schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn irgendjemand vorschlägt, dass der Gazastreifen vielleicht wieder Teil von Ägypten werden sollte. Das ist der Grund, warum alle israelischen Regierungen, nicht nur die aktuelle, sehr weit rechtstehende, wenn man diese Formulierung in Bezug auf Israel so überhaupt verwenden kann, sondern alle Regierungen, auch die Regierung von Yitzhak Rabin Anfang der 90er Jahre, die wahrscheinlich die linkeste war, die es jemals gegeben hat, in offiziellen Statements nie von besetzten Gebieten reden, sondern von disputed territories, umstrittenen Gebieten. Das ist nach internationalem Recht der korrektere, der richtige Ausdruck, weil es eben keinen Staat Palästina gab, den irgendjemand hätte besetzen können. Sondern es gab einen Landstrich, der zu Jordanien gehörte, und es gab einen Landstrich, der zum Gazastreifen gehörte. Und die Israelis, alle Regierungen sagen, der Status dieser Gebiete wird in zukünftigen Friedensverhandlungen geklärt werden. Dann wird entschieden, wer die Souveränität über diese Gebiete hat. Bisher ist das nicht passiert, deswegen umstrittene, disputed territories. Was nicht heißt, dass die Lebensrealität der dort lebenden Menschen nicht natürlich die Realität einer Besatzungssituation ist. Das soll damit überhaupt nicht in Abrede gestellt werden. Aber es ändert nichts daran, dass nach internationalem Recht das eigentlich der richtige Ausdruck ist. Und man allein schon daran sieht, weil Israel das einzige Land ist, das das so formuliert, was ich mit dem Begriff die Einsamkeit Israels meine. Weil eigentlich müssen alle Staaten der Welt, die irgendwie sowas wie internationales Recht ernst nehmen, diese Formulierung übernehmen und auch verwenden, was bekanntlich nicht passiert. Gleich nach diesem Krieg bietet Israel zum ersten Mal Land für Frieden an. Das haben vorher immer schon israelische Teile der Linken gefordert. Man müsste den arabischen Staaten halt irgendwelche Landstriche anbieten und dann sagen, hier, Friedensvertrag. Die damals führenden Politiker haben gesagt, wir haben kein Land, was wir anbieten können. Das ist nach 67 anders. Da sagt man, okay, jetzt haben wir aufgrund dieser Kriegssituation große Teile besetzt. Jetzt können wir ein Angebot machen, und das machen sie. Sie signalisieren an Syrien, sie signalisieren an Ägypten, wir brauchen den Golan nicht, wir brauchen den Sinai nicht, das geben wir euch zurück, wenn ihr Frieden mit uns schließt, wenn ihr uns endlich akzeptiert. Sie bekommen gar keine Antwort. Die Antwort wird kurz darauf in Khartoum gegeben, in der sudanesischen Hauptstadt. Dort trifft sich die Arabische Liga, wieder alle arabischen Staaten, und formulieren ihre Antwort ganz öffentlich. Und das sind die berühmten drei Neins von Khartoum. Keine Anerkennung, kein Frieden, keine Verhandlungen mit Israel. Das ist die Antwort auf dieses erste, sehr deutliche Friedensangebot, Land für Frieden. Sagt die arabische Welt, muss man tatsächlich sagen, nein. Wir halten daran fest, was wir schon 47 und 48 gesagt haben, dieser Staat darf nicht existieren, wir werden ihn vernichten, haben wir ja schon dreimal nicht geschafft, brauchen wir eine nächste Runde. Dann folgt etwas, was hierzulande nahezu unbekannt ist, der sogenannte Abnutzungskrieg, in den Ägypten Israel vor allem verwickelt. Der ist wichtig, weil da hat Israel mehr Todesopfer zu beklagen als im ganzen Sechstagekrieg. Aber hat man hier kaum auf dem Schirm. Und dann folgt der letzte große arabisch-israelische Krieg, der Yom Kippur-Krieg von 1973, der für Israel katastrophal ist. Also viel schlimmer als die vorangegangenen Kriege. Der Yom Kippur-Krieg ist ganz eindeutig ein Angriffskrieg, vor allem von Syrien und von Ägypten gegen Israel an einem der höchsten jüdischen Feiertage, Yom Kippur, wo die Leute alle, das ist so wie Heiligabend hier, wo auch alle Nichtchristen bei ihren Eltern sind und kein Radio hören, kein Fernsehen hören, die Einberufungsbefehle nicht mitkriegen. Also es ist ein Überraschungsangriff zu einem für Israel denkbar ungünstigen Zeitpunkt, das will ich damit sagen. Und das führt dazu, dass in der ersten Kriegsphase Israel wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Ja? Damals kann man in israelischen Zeitungen Formulierungen lesen wie, es droht ein zweiter Holocaust. Und Sie können sich vorstellen, dass man diese Formulierung in Israel nicht leichtfertig verwendet. Die ist aber durchaus angemessen gewesen, weil jeder weiß, was es bedeutet, wenn Israel so einen Krieg verliert. Israelische Politiker haben früher immer so diesen Slogan, ist es nicht, diesen Satz geprägt, wenn die arabische Seite einen Krieg verliert,
dann planen sie den nächsten. Wenn wir einen Krieg verlieren, dann gibt es kein Israel mehr. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage und das wurde im Yom Kippur-Krieg sehr deutlich. Das war allen sehr bewusst, dass das so ist. Und das kann letzten Endes erst durch massive Waffenlieferungen aus den USA an Israel, die es vorher so gar nicht gegeben hat, auch das vergisst man immer, in den ersten Jahrzehnten waren die USA überhaupt nicht der enge, super tolle Verbündete von Israel, ganz im Gegenteil. Ab dem Yom Kippur-Krieg ist das so, im Yom Kippur-Krieg finden dann diese Waffenlieferungen statt, viel zu spät. Die USA lassen Israel erstmal ausbluten, was Hunderten, wahrscheinlich sogar Tausenden Israelis das Leben kostet. Wir wissen heute, weil das mittlerweile auch die Archive geöffnet sind, dass Israel sich genötigt sieht, mit seinen Atomwaffen zu drohen. Und die sagen den Amerikanern, also um die Amerikaner endlich dazu zu bringen, Waffen zu liefern, sagen sie, naja, wir werden nicht kampflos untergehen. Ja? Und wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Im Kriegskabinett fragt Golda Meir, die damals die Premierministerin ist, von der Sozialdemokratischen Partei in Israel, ihre Generäle, na, wie schaut's aus? Und die sagen, schlecht. Wir können verlieren, wir werden wahrscheinlich sogar verlieren. Ja? Und daraufhin sagen die Israelis den Amerikanern sehr deutlich, also wenn das wirklich so weit kommt, wir haben schon auch noch eine andere Möglichkeit. Und erst daraufhin liefern die Amerikaner innerhalb kürzester Zeit in der historisch wahrscheinlich größten Luftbrücke, was Waffenlieferungen angeht, die es jemals gegeben hat, hochmodernes Kriegsgerät. Und das ist entscheidend dafür, dass Israel das in dieser sehr brenzlichen Situation doch wieder umdrehen kann, die Situation, und auch diesen Krieg gewinnt. Am Ende des Krieges ist im Prinzip genau die gleiche Ausgangslage wie vorher. Also Ägypten und Syrien haben genau gar nichts zurückerobert. Israel erobert nichts dazu, sondern kann nur diesen fürchterlichen Angriff abwehren und zurückschlagen. Und dann steht man da und es gibt, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube 30.000 oder 40.000 tote ägyptische Soldaten. Also das ist dann aufgrund der Gegenwehr der Israelis auch für die anderen Seiten ziemlich katastrophal. Und das ist dann in gewisser Weise die Grundlage dafür, dass es einige Jahre später zum ersten arabisch-israelischen Friedensvertrag kommt. So, jetzt haben wir also die ersten 30 Jahre der Geschichte nach der Gründung Israels durch. Komplette Ablehnung, überhaupt keine Rede von arabisch-israelischer Annäherung. Der Yom Kippur-Krieg wird in Ägypten dann von dem Nachfolger von Gamal Abd Nasser, nämlich Anwar al-Sadat, als Sieg verkauft. Ist historischer Blödsinn. Aber also wenn Sie mal nach Urlaubsland, wenn Sie nach Ägypten fahren, da gibt es genauso wie in Israel ganz viele Kreisverkehre. Und in der Mitte steht ganz oft stehen Denkmäler für den heldenhaften Sieg im Oktoberkrieg, wie auf arabischer Seite der Yom Kippur-Krieg genannt wird. Die haben nicht gesiegt, aber es ist sehr gut, dass Anwar al-Sadat das als Sieg ausgibt, weil das ermöglicht ihm, vor der eigenen Bevölkerung zu sagen, diesmal haben wir gewonnen und ausgehend von dieser Position der Stärke können wir jetzt den historisch wichtigen und riskanten, aber notwendigen Schritt wagen, aus dieser Position der Stärke Israel Frieden anzubieten. Ne? Also nochmal, ist eine historische Lüge, dass sie den Krieg gewonnen hätten, aber eine sehr sinnvolle. So. In Israel führt der Yom Kippur-Krieg zu dramatischen Umgruppierungen. Die Regierung von Golda Meir muss dann zurücktreten. 1977 gewinnt dann zum allerersten Mal in der israelischen Geschichte die politische Rechte, die Parlamentswahlen. Menachem Begin, der Likud, also die heutige noch Regierungspartei in Israel, kommt 1977, drei Jahrzehnte nach der Staatsgründung, überhaupt zum allerersten Mal an die Macht. Ja, Begin versucht es jedes Mal seit 1948 bei den Wahlen und ist anfänglich das ist eine kleine Oppositionspartei. Und nach dem Yom Kippur-Krieg, weil die politische Führung natürlich dafür verantwortlich gemacht wird und aus einer Reihe von innenpolitischen Gründen, gewinnt er die Wahl. Und das ist auch eine durchaus wichtige Voraussetzung für diesen ersten Friedensschluss eines arabischen Landes 1979, nämlich Ägypten mit Israel. In fast allen Situationen, wo es zu solchen Friedensschlüssen kommt, es gibt Ausnahmen, aber in fast allen Fällen hat man in Israel eine rechte politische Regierung, die eigentlich sich überhaupt gar nicht Frieden, Aussöhnung und irgendwas mit der arabischen Seite auf die Fahnen geschrieben hat. Im Gegensatz zu den Linken, die ja ständig davon reden, es in der Regel aber gar nicht durchsetzen können. Das hat eine Reihe von vor allem innenpolitischen Gründen. Ich halte es nur mal als Faktum fest, dass es so ist. Es ist nicht die israelische Sozialdemokratie, die an der Macht ist, als es diesen ersten Friedensschluss gibt, sondern es ist bereits der Likud unter Menachem Begin. 1979, Anwar al-Sadat setzt den historischen Schritt. Er fliegt nach Israel,
gibt es tolle Geschichten darüber, wie die Israelis ziemliche Angst hatten. Die wussten nicht, wer da aus dem Flugzeug kommt. Die haben gedacht, naja, da stand die ganze israelische Staatsspitze, ne? Und dachten sich, da könnte jetzt auch ein Terror-Squad rauskommen und alle israelische Staatsspitze erschießen. So, das war ziemlich angespannt, die Situation, will ich damit sagen. Aber nein, Anwar al-Sadat kommt aus dem Flugzeug. Er geht in die Knesset, ins israelische Parlament und hält dort eine Friedensrede. Etwas, was jemand wie Yasser Arafat nie gemacht hat und auch nie in Erwägung gezogen hat. Also Sadat signalisiert damit den Israelis, ich meine es ernst. Und er signalisiert auch der ägyptischen Bevölkerung, wir meinen es ernst. Das ist nicht irgendwie ein Fake-Frieden oder so, sondern ich stelle mich ins Parlament von denen und sage, ich will das wirklich. Nochmal etwas, was Arafat nie getan hat. Dieser Frieden ist super, der existiert bis heute, dieser Friedensvertrag. Es ist ein kalter Frieden, das heißt keine militärischen Auseinandersetzungen mehr, was vor allem für die ägyptische Seite gut ist, die über die Jahrzehnte 10.000 Tote zu beklagen hat, aufgrund dieser Kriege, die diese gegenüber Israel führen. Damit ist vorbei. Ansonsten große gesellschaftliche Annäherung oder so, Fehlanzeige. Also das ägyptisch-israelische Verhältnis ist jetzt nicht die deutsch-französische Freundschaft oder so, mit Kulturaustausch, Wissenschaftsaustausch, irgendwas Austausch, sondern das heißt einfach nur, wir führen keinen Krieg mehr gegeneinander. Sehr gut. Großartig in der Region des Nahen Ostens. Anwar al-Sadat bezahlt das, man muss leider fast sagen, natürlich mit dem Leben. Denn das Jahr, nicht denn, aber auch, weil das Jahr 1979 beides ist. Es ist zum einen dieser wirklich historische Einschritt. Jetzt gibt es ein Land, das sagt, die 3-in-1 von Khartoum gelten nicht mehr für uns. Wir verhandeln mit Israel, wir reden mit Israel, wir schließen Frieden mit Israel. Super, großartig, historischer Schritt. Das Jahr 1979 ist aber auch das Jahr der Islamischen Revolution im Iran. Und damit beginnt der sichtbare Aufstieg des radikalen politischen Islam in der Region in schiitischer Ausprägung. Das, wofür bei der sunnitischen Ausprägung die bereits 1928 gegründeten Muslimbrüder stehen. Anwar al-Sadat wird von einem Islamisten erschossen, weil er sich eben nicht an die 3-in-1 hält. Das findet das neue Regime im Iran unter Ayatollah Khomeini, also ein antisemitisches Holocaust-Leugner-Regime, das von damals bis heute tagtäglich dem Staat Israel mit der Vernichtung droht. Und zwar in all seinen Ausprägungen, in allen Fraktionen, die es natürlich gibt bei diesem Regime, drohen sie dem Staat Israel mit der Vernichtung. Dieses neue Regime findet das so toll, dass Sadat erschossen wird, dass sie gleich mal eine Straße nach dem Attentäter Eslam Boli benennen. Die gibt es bis heute. Aufgrund dessen gibt es über Jahrzehnte hinweg keine richtigen diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und Ägypten. Weil der Iran findet es super, wenn man den ägyptischen Präsidenten erschießt, kommt nicht so gut an in Kairo. Seitdem, würde ich sagen, gibt es in der Region des Nahen und Mittleren Ostens überhaupt keine Entwicklung mehr, die man verstehen kann, wenn man nicht schaut, wie das iranische Regime agiert. Das behauptet seine Macht im Iran. Es gibt den fürchterlichen Iran-Irak-Krieg, es gibt heftige innenpolitische Turbulenzen, aber dieses Regime behauptet sich und setzt seine Politik sehr deutlich in die Tat um. Und zu dieser Politik gehört von Beginn an nicht nur die Vernichtungsdrohung gegen Israel, sondern man überlegt sich von Beginn an auch, wie kann man da hinkommen, wie kann man das machen. Israel ist ein starkes Land, es hat haufenweise Kriege gewonnen, es hat, in Israel müsste man immer sagen, nach ausländischen Medienberichten Atomwaffen. Also natürlich hat es Atomwaffen. Was tut man also? Und sehr früh merkt man auf israelischer Seite, die versuchen Atomwaffen zu bauen. Und zwar Anfang der 90er Jahre merkt man das. Und damit mache ich jetzt einen ziemlichen Sprung. Ich lasse mal so die Zeit der 80er Jahre aus, weil da gibt es keine weiteren Friedensverträge mit arabischen Ländern. Also der ägyptisch-israelische Friedensvertrag bleibt lange Zeit der einzige. Das ändert sich erst 1994. Jordanien wird das zweite arabische Land, das einen Friedensvertrag mit Israel schließt. Warum? Dem geht die palästinensisch-israelische Annäherung voran. Anfang der 90er Jahre gewinnt der eben schon erwähnte Yitzhak Rabin für die Arbeitspartei die Wahlen, macht eine Koalition mit der Meretz, einer Partei, die links von der Sozialdemokratie noch ist, teilweise geduldet von einigen der arabischen Parteien in der Knesset und beginnt diesen auch durchaus historischen Schritt, in Israel massiv umstrittenen Schritt. Ich versuche jetzt mit Yasser Arafat und der PLO, die Rabin selber jahrzehntelang militärisch bekämpft hat, weil die genau das Programm verfolgt haben, Israel zu vernichten und zu zerstören, die also nicht für eine Zwei-Staaten-Lösung gekämpft haben bis Anfang der 90er Jahre, sondern für die Abschaffung Israels. Mit diesem Mann, sagt Rabin,
versuche jetzt Friedensverhandlungen zu führen. Das Ergebnis, Osloer Abkommen 1993 und dann Folgeabkommen Oslo II, Y, Jericho Abkommen und so weiter und so fort. Friedensprozess bis Ende der 2000er Jahre. Als Reaktion darauf sagt dann der jordanische König, der das eigentlich eh schon längst wollte, wenn die Palästinenser Frieden mit Israel machen, dann kann ich jetzt auch. Also 94, zweites das arabische Land, das Frieden mit Israel schließt. Auch dieser Friedensvertrag existiert bis heute. Und vor kurzem konnte man sehen, wie weit die Kooperation zwischen Israel und Jordanien geht. Jordanien hat eine ziemlich wichtige Rolle bei der Abwehr des iranischen Drohnen- und Raketenangriffs auf Israel vor wenigen Tagen gespielt, was in der Region des Nahen Ostens so gut wie niemanden überrascht hat. Aber man hat gemerkt, in Europa waren alle so, ups, was gibt's denn da? Es gibt seit langer Zeit eine sehr enge, sowohl militärische als auch vor allem Geheimdienstkooperation zwischen Jordanien und Israel. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Sache, dass das so ist, weil sich das nämlich gegen die diversen islamistischen Gruppierungen vom Islamischen Staat über die Muslimbrüderschaft bis hin zum iranischen Regime richtet, die alle versuchen, vor allem Jordanien zu destabilisieren, was eine ziemlich katastrophale Situation wäre, wenn das gelingen sollte. Die palästinensisch-israelische Annäherung, an der kann man Anfang der 90er Jahre wieder, an der kann man sehr gut illustrieren, was ich meine mit, seit 1979 gibt es so gut wie keine Entwicklung in der Region, die man verstehen kann, wenn man sich nicht anguckt, was das iranische Regime macht. Deswegen dazu auch noch ein paar Sätze. Yitzhak Rabin war kein pazifistischer Träumer oder so, was ihm viele israelische Rechte damals vorgeworfen haben. Die haben eine fürchterliche Kampagne gegen ihn gemacht, teilweise schon unter Beteiligung von Netanyahu, haben Rabin in SS-Uniform gezeigt, ne, weil er mit Arafat redet und lauter so ein Zeug. Viele haben ihn einfach für naiv gehalten und gesagt, jetzt glaubt er, er kann einfach Frieden machen mit der Gegenseite, das stimmt aber ja gar nicht, das ist gefährlich und so weiter und so fort. Rabin war alles andere als naiv. Der hat eine sehr nüchterne Analyse der Situation Anfang der 90er Jahre gemacht. Könnte man einen eigenen Vortrag darüber halten, was die ganzen Bedingungen für das Osloer Abkommen waren. Zusammenbruch der Sowjetunion, die 73 zum Beispiel den Angriff auf Israel überhaupt erst ermöglicht haben durch ihre Militärlieferungen an Ägypten und Syrien. Zusammenbruch der Sowjetunion, da sagt Rabin, Russland fällt zumindest einige Zeit als pro-arabischer Akteur aus. Die Situation müssen wir nutzen und daran sieht man die Weitsicht von Rabin bereits. Er sagt, Russland wird nach einer Konsolidierungsphase als pro-arabischer Akteur zurückkehren. Wenn man sich jetzt Putins Politik in Syrien anguckt, sieht man, ja, genau so ist es gekommen. Damals, Zusammenbruch der Sowjetunion, super, ein anti-israelischer Player ist aus dem Spiel genommen. Arafat ist isoliert. Warum? Das war ein antisemitischer Terrorist, aber ein sehr guter Politiker. Der hat sehr wenig Fehler gemacht in seinem Leben, was schwer war, weil der eine schwierige politische Position immer hatte. Anfang der 90er Jahre hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat sich auf Seiten von Saddam Hussein gestellt. Und dadurch hat er die Unterstützung vieler arabischer Länder verloren, die das auch nicht so toll fanden, dass Saddam Hussein einfach Kuwait überfallen hat und annektiert hat. Ja? Dadurch Arafat isoliert, sagt Rabin, gute Gelegenheit, um Friedensverhandlungen mit ihm zu führen. Er verweist auf die Änderung in der Militärtechnologie. Er sagt, früher war es auch in der Sozialdemokratie in Israel mehr oder weniger ein Tabu zu sagen, wir geben die Westbank auf. Allein aus sicherheitspolitischen Gründen. Er hat gesagt, so, wir brauchen das ist immer der Begriff, die strategische Tiefe. Israel ist ein wahnsinnig schmales Land, an der engsten Stelle 16 Kilometer. Eine jordanische Panzerarmee zerteilt das Land militärisch, Katastrophe, geht nicht. Jetzt sagt Rabin, Anfang der 90er Jahre, das spielt alles nicht mehr so eine wichtige Rolle. Raketentechnologie, das ist die Zukunft, da brauchen wir keine strategische Tiefe, da brauchen wir was anderes. Ehemaliger Generalstabschef der israelischen Armee, ehemaliger Verteidigungsminister, dem glaubt man das. Ja, das ist so der linke Mr. Security quasi in Israel. Und ich könnte noch 10 andere Punkte nennen, die man da erwähnen müsste, die alle eine Rolle spielen. Die Erfahrung der ersten Intifada und so weiter und so fort. Aber ein ganz entscheidender Punkt, den man in nahezu allen deutschsprachigen Darstellungen dieses Friedensprozesses gar nicht findet, ein entscheidender Punkt ist die Bedrohung aus dem Iran. Yitzhak Rabin ist der erste israelische Premierminister, der von seinen Geheimdiensten die Nachricht kriegt, dieses Regime, was damals schon seit über 10 Jahren sagt, wir werden Israel vernichten, das Krebsgeschwür wird ausgemerzt und so weiter und so fort, baut Atomwaffen und das entsprechende Raketenprogramm dazu. Sie werden, wenn keiner was dagegen unternimmt, 10-12 Jahre dafür brauchen. Da sagt Rabin, okay, das ist die perspektivisch existenzielle Bedrohung für Israel. Darauf reagiert er sehr umfassend. Er schafft Langstreckenbomber an.
wieder sehr vorausschauend. Er sagt, also Israel hat damals keine Langstreckenbomber, weil sie ja ständig gegen ihre Nachbarländer Krieg führen müssen. Er sieht die Möglichkeit, dass man perspektivisch mit diesem Problem völlig alleine dasteht. Dann sagt er, dann muss Israel zumindest die militärische Möglichkeit haben, gegen so eine existenzielle Bedrohung gegebenenfalls eigenständig vorzugehen, wenn es sein muss. Und dann sagt er, das sollten wir aber nicht so weit kommen lassen. Wir sollten alle nicht-militärischen Maßnahmen gegen dieses Atomprogramm ergreifen. Und das heißt, als zweites weist er seine Botschaft in der ganzen Welt an, dafür zu werben, vor allem bei den sogenannten Verbündeten Israels, das heißt auch in Deutschland, dafür zu werben, das iranische Regime sowohl politisch und vor allem ökonomisch zu isolieren. Das heißt, alle israelischen Regierungen fordern nicht seit 2 Jahren oder seit 10 Jahren oder seitdem Netanyahu Premierminister ist, scharfe Sanktionen gegen das iranische Regime, sondern seit Beginn der 1990er Jahre unter Yitzhak Rabin. Und damit stoßen sie 15 Jahre lang auf taube Ohren und Deutschland macht das Gegenteil und ist bis zum heutigen Tag der wichtigste westliche Handelspartner des antisemitischen Holocaust-Leugner-Regimes im Iran, das mit den Milliarden aus dem deutschen Außenhandel seine sowohl nukleare als auch konventionelle Aufrüstung betreibt, was, um es ganz kurz zu sagen, bedeutet, dass die deutsche Iran-Politik mitverantwortlich ist für das Massaker vom 7. Oktober und für die Angriffe von vor wenigen Wochen. Sie wissen, letztes Wochenende, als die Drohnen- und Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel gesetzt wurden. Sowohl das Nuklearprogramm als auch das ballistische Raketenprogramm und vor allem die Aufrüstung der iranischen Proxys, der Hisbollah im Libanon, der schiitischen Milizen in Syrien und im Irak, der Hamas im Gazastreifen und des islamischen Dschihads im Gazastreifen und auch in der Westbank, das wird finanziert aus dem iranischen Außenhandel, der maßgeblich weiterhin trotz aller bestehenden Sanktionchen auch mit Deutschland passiert. Also um das gleich vorwegzunehmen, was es bräuchte, wenn es gleich um die Frage geht, was tun. Es braucht eine 180-Grad-Wende in der deutschen Iran-Politik. Und nachdem wir in Freiburg sind, kann man immer gleich ein gutes praktisches Beispiel nehmen. Diese Stadt hat immer noch eine Städtepartnerschaft mit Isfahan, was vollkommen irre ist. Das war schon vor 15 Jahren vollkommen irre. Und seitdem, ich habe vor 14 Jahren das Bündnis Stop the Bomb mitbegründet und lange dafür als wissenschaftlicher Direktor gearbeitet. Wir fordern das seit 14 Jahren, dass diese fürchterliche Städtepartnerschaft endlich aufgekündigt wird. Und ich bin sehr froh, dass mittlerweile sehr viel mehr Leute das fordern. Ich bin überhaupt nicht froh, dass diese Forderung überhaupt noch notwendig ist, weil es wirklich skandalös ist, irgendwie zu wenig. Es ist vollkommen irre, dass diese Städtepartnerschaft überhaupt noch aufrecht ist. So viel dazu. Zurück zu Yitzhak Rabin, Langstreckenbomber anschaffen, zu versuchen, eine vernünftige Iran-Politik der Verbündeten hinzubekommen, was scheitert. Der dritte Punkt ist, dass er sagt, wir müssen versuchen, mit unseren Nachbarn Frieden zu schließen, damit wir dieser Bedrohung gewachsen sind. Das meine ich mit dieser Friedensprozess, den Rabin versucht, der letzten Endes weitgehend scheitert. Ja, der Frieden mit Jordanien ist eines der wenigen positiven Ergebnisse davon. Dieser Versuch eines Friedensprozesses basiert auf der iranischen Bedrohung. Ich kann das in den Worten von Rabin selber sagen. Er sagt, wir müssen den inneren Gefahrenkreis neutralisieren, also den Dauerkonflikt mit den Palästinensern und den arabischen Nachbarstaaten, um dem äußeren Gefahrenkreis, ein potenziell nuklear bewaffnetes iranisches Regime, gewachsen zu sein. Das ist die eigentliche politische Grundlage für diesen Versuch, mit Arafat und solchen Leuten Frieden zu schließen. Was auch nicht gelingt, sondern dieser Friedensprozess, fast forward, Ende der 90er Jahre im Jahr 2000 scheitert, weil Arafat und sein Stellvertreter, der heutige immer noch Präsident Mahmoud Abbas, das weitestgehende Angebot, was von israelischer Seite wahrscheinlich jemals überhaupt gemacht werden kann, unter dem letzten sozialdemokratischen Premierminister Israels, Ehud Barak, ablehnt. Im letzten Augenblick zurückweist, mit Hinweis auf das sogenannte Rückkehrrecht für die sogenannten Flüchtlinge. Was es damit auf sich hat, können wir gerne auch nach einer Debatte uns angucken. Das Ergebnis davon ist, statt Frieden, zweite Intifada. In der werden Anfang der 2000er Jahre über 1000 Israelis ermordet.
Und seit dem 7. Oktober stocke ich an dieser Stelle immer. Ich habe immer schon auf diese Zahl verwiesen, weil die drastisch ist. Ja, und ich mich selber auch noch sehr gut an die Zeit der zweiten Intifada erinnern kann. Auch hier in Freiburg gab es damals kleine, aber wichtige Solidaritätsdemonstrationen mit Israel, weil das eine grauenhafte Situation war. Also der Friedensprozess zusammengebrochen, dann gab es anders als in der ersten Intifada diese Suicide-Bombings, mit denen über 1000 Israelis ermordet wurden und aufgrund der israelischen Gegenwehr dann tausende Palästinenser auch zu Tode kamen. Ich stocke seit dem 7. Oktober immer wegen der Zahl. Die zweite Intifada hat 3 oder 4 Jahre gedauert. Am 7. Oktober hat das einen Vormittag gedauert und über 1000 Israelis waren tot. Also vielleicht allein daran merkt man, was für eine Zäsur der 7. Oktober ist. Nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Region, für die Geschichte des Zionismus, für die Zukunft der Region des Nahen und Mittleren Ostens. Denn dieser 7. Oktober bedeutet eine gravierende Zäsur auch für die israelische Sicherheitspolitik selber. Und mit Blick auf die Uhr springe ich da jetzt gleich in die Jetztzeit quasi. Ich sage dann gleich noch ein bisschen was zu den Abraham Accords, aber im Zusammenhang vielleicht mit dem 7. Oktober. Der 7. Oktober war vieles gleichzeitig. Das war ein erschreckend gut koordinierter militärischer Angriff, dem Israel aus Gründen, über die in Israel gerade sehr viel diskutiert wird. Gestern früh ist der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes zurückgetreten und da werden noch ein paar Rücktritte folgen. Das ist eine ähnliche Situation wie nach dem Yom Kippur-Krieg in gewisser Weise, die letzten Endes zum Regierungswechsel geführt hat. Das wird ziemlich sicher perspektivisch in Israel dann auch so sein. Es war ein erschreckend gut koordinierter militärischer Angriff. Es war ein Pogrom unter Beteiligung von Teilen der palästinensischen sogenannten Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Es war eine antisemitische und vor allem auch eine misogyne, eine frauenverachtende Gewaltorgie, für deren Beschreibung einem wirklich die Worte fehlen. Ich kann Ihnen nicht empfehlen, sich die entsprechenden Bilder und Videos anzugucken, aber wenn man es macht, dann steht man da und sagt, okay, da fehlen einem die Worte. Das ist eine Form von Massengewalt, die dort Ausdruck gefunden hat, die man schwerlich beschreiben kann. Es war eine gezielte Vernichtungsaktion und das Wort nehme ich sehr absichtlich in den Mund. Jeder, der die Bilder vor allem am 8. Oktober dann gesehen hat und sich irgendwie mit dem Holocaust beschäftigt hat, fühlt sich an die Einsatzgruppen erinnert, wenn man diese Bilder sieht, wie in Bunker, in denen sich 20, 30 Juden zusammengequetscht haben, um sich zu schützen, wie in diese Bunker Granaten geschmissen werden. Dann ist das genau das Bild, was dann evoziert wird. Was nicht heißen soll, das war der Holocaust oder schlimmer als der Holocaust oder irgendwie sowas, was man teilweise lesen konnte. Aber es ist vollkommen naheliegend, dass man sich an diese Bilder erinnert fühlt. Es wäre absurd, wenn man sich nicht daran erinnert fühlen würde. Und es ist auch von der Intention her eine Vernichtungsaktion, die nur deswegen nur 1200 und nicht 12.000 Juden das Leben gekostet hat, weil es dann eben doch eine israelische Gegenwehr gegeben hat. Und das ist in unserem Zusammenhang dann arabisch-israelische Annäherung vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Das war auch ein Angriff genau auf diese arabisch-israelische Annäherung. Wenige Wochen vor dem 7. Oktober hat Saudi-Arabien, das mit Abstand wichtigste und mächtigste sunnitische Land, offiziell verkündet und zugegeben, dass sie Friedensverhandlungen mit Israel führen. Mohammed bin Salman, der de facto Herrscher von Saudi-Arabien, hat im amerikanischen Fernsehen gesagt, er wurde gefragt, ja, wie ist das jetzt so? Also lange gibt es schon Gerüchte, sie führen offizielle Friedensverhandlungen mit Israel, stimmt das? Und er sagt, ja. Und wie weit sind sie? Es wird jeden Tag besser. Wenige Tage vor dem 7. Oktober konnte man in israelischen und auch vielen arabischen Zeitungen lesen, dass das im Prinzip unmittelbar bevorsteht, dass Saudi-Arabien den Abraham Accords beitritt. Und diese Abraham Accords sind ausgesprochen wichtig und, wie ich finde, in Deutschland völlig underreported. Das wurde kaum zur Kenntnis genommen. Im Jahr 2020 haben weitere arabische Länder nach 1979 Ägypten und 1994 Jordanien Frieden mit Israel geschlossen. Und zwar einen viel weitergehenden Frieden, als Ägypten und Jordanien das gemacht haben. Nämlich Marokko, Bahrain und, in dem Fall am wichtigsten, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und auch noch Sudan, den lassen wir jetzt mal weg, weil innenpolitisch und die sind für so halb schon wieder raus. Aber Marokko, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Friedensvertrag seit 2000,
20, seit 4 Jahren mit Israel. Und diese Friedensverträge gehen weit über das hinaus, was bisher mit diesem kalten Frieden mit Jordanien und Ägypten passiert ist. Kalter Friede heißt ja auch, dass das nichts an dem Antisemitismus, vor allem in der ägyptischen Gesellschaft, geändert hat. Und Jordanien schaut es auch nicht besonders gut aus, wenn man da so die Meinungsumfragen sich anguckt. Ich mache es vielleicht am Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate. Zum einen ist es ein exorbitantes ökonomisches Interesse, was dahinter steht. Also der Handel zwischen den beiden Ländern explodiert. Das ist sehr simpel. Israel, Startup Nation, wenig Kapital. Vereinigte Arabische Emirate, Unmengen Kapital. It's a match. Ja? Also funktioniert hervorragend. Gut illustrieren kann man es vielleicht auch mit dem Tourismus. Seit den Abraham Accords, also innerhalb von nur 4 Jahren, sind nicht 1.000 oder 10.000, sondern Hunderttausende Israelis, ich weiß nicht, ob die gute Botschafter ihres Landes sind, weil israelische Touristen häufig sehr anstrengend sind, in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist und gesagt, so, das gucken wir uns jetzt mal an. Während der Pandemie, epidemiologisch vielleicht nicht ganz optimal, aber damit will ich zeigen, ja, das ist, hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Das führt dazu, dass man in den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt Synagogen baut und koschere Lebensmittel einführt. So, weil man muss ja die Touristen behandeln. Wichtiger ist, auf politischer Ebene, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch in Marokko, wird jetzt gerade ganz aktuell, ich glaube gestern war die letzte Konferenz dazu, über die Einführung von Holocaust Education in den Curricula geredet. Also die wollen sehr viel mehr als nur kein Krieg mehr mit Israel. Bei einem der letzten Marsche der Lebenden in Auschwitz war eine Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei. Völlig unvorstellbar vor 5 Jahren. Und das schlägt sich auch bereits in Saudi-Arabien nieder. Saudi-Arabien hat schon vor Jahren beschlossen, dass sie aus dieser offenen anti-israelischen Phalanx austreten, dass sie da nicht mehr mitmachen. Sie bereiten seit Jahren vor, dass sie einen Friedensvertrag mit Israel schließen. Und das bedeutet, dass sie innenpolitisch aufhören, antijüdische Hetze zu betreiben, was sie jahrzehntelang gemacht haben. Ne? Saudi-Arabien ist ein Gegenspieler des iranischen Regimes, einer der zweiten wichtigen Gründe, warum es diese Abraham Accords überhaupt gibt. Hat als wahhabitische Religionsdiktatur über Jahrzehnte antisemitische Propaganda verbreitet, über seine Kulturinstitute, in den Moscheen, die Protokolle der Weisen von Zion gibt es nicht nur in iranischen Ausgaben, sondern auch in saudischen Ausgaben. Das ist vorbei. Und in den Moscheen predigen teilweise die gleichen Prediger, die bis 2020 jeden Freitag erzählt haben, die Juden stammen von Affen und Schweinen ab und so weiter und so fort, was die klassischen antijüdischen Slogans aus den Hadithen vor allem, zum Teil aber auch aus dem Koran sind. Genau die gleichen Leute sagen jetzt, stimmt gar nicht, die Juden stammen gar nicht von Affen und Schweinen ab, sondern von wem? Von Abraham. So wie wir. Deswegen heißen diese Verträge Abraham Accords. Ja, das ist sozusagen der Move, den man macht und sagt, das stimmt gar nicht mit den Affen und Schweinen, sondern wir haben einen gemeinsamen Stammvater Abraham und darauf beziehen wir uns jetzt und deswegen werden wir in eine historische Zukunft friedlichen Miteinanders und so weiter und so fort eintreten. Der saudische Botschafter in Paris, der saudische Botschafter in Washington wurden beide angewiesen, zu Yom Kippur in die jeweilige Synagoge zu gehen, öffentlich. Und darüber wird berichtet in den saudischen Zeitungen auf der Titelseite. Das heißt, man will der Bevölkerung auch sagen, hier, ist vorbei, wir machen das nicht mehr. Die sind wirklich unsere Brüder und Schwestern. So. Und das, man sieht natürlich so ein bisschen das taktische Verhältnis dazu, wenn das teilweise die gleichen Prediger sind. Aber das einzig Gute an der Diktatur ist, wenn die beschließt, jetzt ist es so, dann ist es halt so. Das sollte man mit in Erwägung ziehen. Das kann sich natürlich auch wieder ändern. Aber es ist trotzdem gut, dass es jetzt so ist und dass die saudische Bevölkerung nicht noch weitere Jahrzehnte mit diesem antisemitischen Gift konfrontiert wird, sondern dass sie quasi auch mit darauf vorbereitet werden, perspektivisch diesen Frieden zu schließen. Und dieser Frieden von Saudi-Arabien mit Israel wäre ein Gamechanger in der Region des Nahen und Mittleren Ostens. Der würde nachhaltig dieses anti-israelische Narrativ zerstören. Der würde dokumentieren, dass es alles andere als eine Naturwüchsigkeit ist, dass die Araber Israel hassen. Und das ist die absolute Katastrophe, das wäre die absolute Katastrophe für das iranische Regime und seine Verbündeten, für die Hamas, den Islamischen Dschihad und die Hezbollah. Und deswegen müssen sie und werden es mit by any means necessary, was ihnen zur Verfügung steht, versuchen zu sabotieren. Das Gute, und damit komme ich dann auch schon zum Schluss, ich bin mir sicher, es gibt genügend Nachfragen und vermutlich auch den einen oder anderen Einwand. Das Gute ist, dass
das zwar erstmal gelungen ist, diese Annäherung zu stoppen zumindest. Saudi-Arabien seitdem Israel natürlich vorhersehbarerweise mit einem hart geführten Krieg gegen die Hamas und den islamischen Dschihad im Gazastreifen auf die Angriffe vom 7. Oktober reagiert, sagt die saudische Führung, naja, solange ihr da Krieg führt, können wir nicht weiter mit euch über Frieden verhandeln. Aber sie haben mittlerweile öffentlich bekundet, dass sie das weiter wollen. Dass sie also das nicht als Ende die jetzige Konfrontation dieser Friedensverhandlungen sehen, sondern sie sagen, sobald ihr euren Antiterrorkrieg, den sie weitgehend auch so nennen, beendet habt, werden wir wieder in diese Friedensverhandlungen mit Israel einsteigen. Wir haben weiterhin ein Interesse daran. Man könnte sagen, wahrscheinlich ist der Preis für die israelische Seite gestiegen. Am Anfang haben die Saudis immer gesagt, es muss eine palästinensische Komponente in diesem Friedensvertrag geben. Das heißt, für den Frieden mit Israel wollen die Saudis, damals haben sie gesagt, naja, irgendeine Form von Autonomie, irgendeine Richtung palästinensische Staatsbildung, irgendwie sowas. Ja, jetzt wollen sie halt mehr. Ja, jetzt sagen sie recht deutlich, nein, es muss einen palästinensischen Staat geben. Also das sind so die politischen Spielchen, die dann da irgendwie laufen. Das Wichtige aber ist, dass die Saudis in aller Deutlichkeit sagen, das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben und den werden wir weitergehen. Und die iranische Seite wird weiter versuchen, das zu sabotieren. Und damit komme ich tatsächlich zum Schluss. Wenn man, also in letzter Zeit ist man immer damit konfrontiert, dass die Leute Frieden, Frieden, Frieden rufen. Ne? Gerade, also eigentlich seit 7. Oktober Mittag ungefähr, wird von Israel Frieden gefordert. Und auch jetzt, wo die Situation natürlich für die palästinensische Bevölkerung viel drastischer ist als am 7. Oktober mittags, weil mittlerweile natürlich die israelischen Gegenmaßnahmen, die auf die militärische Ausschaltung der Hamas vollkommen zu Recht abzielen, zu gravierendem Leid auch der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen geführt hat. Zum einen muss man bei dieser Forderung nach Frieden, glaube ich, gerade hier in Deutschland, immer wieder an einen Satz erinnern, den Paul Spiegel, der ehemalige Zentralratsvorsitzende der Juden in Deutschland, schon zu Zeiten der zweiten Intifada gesagt hat. Der damals, wo es, wie gesagt, über 1000 ermordete Israelis gab und dann aufgrund der israelischen Gegenmaßnahmen es natürlich auch großes Leid bei der palästinensischen Bevölkerung gegeben hat und in Deutschland auch alle ständig Frieden von Israel gefordert haben, den sehr richtigen Satz gesagt: Hinter dem Ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder. Das ist natürlich ein erklärungsbedürftiger Satz, aber ich denke, in dem Kontext ist vollkommen klar, was damit gemeint ist. Ja, man verlangt mit diesen Friedensaufrufen letzten Endes von Israel, sich selber zu entwaffnen und diesem Abgemetzel von über 1200 Juden und Jüdinnen mehr oder weniger tatenlos zuzuschauen. Dagegen muss man formulieren, und damit bin ich wirklich am Schluss, wenn man ernsthaft an Frieden interessiert ist, oder auch wenn man nur eine substanzielle Verbesserung der Situation im Nahen Osten will, und das ist natürlich sehr richtig, das zu wollen, dann muss man die Feinde des Friedens bekämpfen, und zwar auch militärisch. Und diese Feinde des Friedens, das ist in allererster Linie das iranische Regime und seine Verbündeten, die Hamas und der islamische Dschihad, und vor allem die brandgefährliche Hisbollah im Libanon. Damit bin ich erstmal am Ende und danke sehr für die geduldige Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Nachfragen. Applaus